Hey Leute, was geht ab und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. So von gleich. Ja Leute, erstmal sei gesagt, es werden jetzt wahrscheinlich keine Fortnite Gameplays kommen, aber nur für morgen, weil mein Port bzw. ja, mein Audio von meinem PC hat sich einfach mal gedacht, nee, kein Bock mehr. Defekt, machen wir es einfach weiter mit Defekt und jetzt funktioniert da gar nichts mehr. Also wenn ich zum Beispiel einen Kopfhörer da benutze, funktioniert da gar nichts. Also ich höre keinen Sound. Aber trotzdem kommen wir jetzt erstmal zu der Daily Shop Serie, weil die können wir ganz normal aufnehmen. Heute sind neue Skins rausgekommen und zwar haben wir hier epische Skins mit Rucksäcken. Einmal den Lane Splitter. Ist der neue Skin. Sieht aus wie ein Ninja, hat einen ganz coolen Backpack und kann man auf jeden Fall 1500 V-Bucks machen. Allein der Rucksack ist schon ziemlich, ziemlich geil. Bei dem anderen Skin, also beim weiblichen Skin, beim Whiteout für 1500 V-Bucks, ist es fast genauso, nur dass ich den ein bisschen cooler finde als den. Und der hat ja genau den gleichen Rucksack, also kann man sich den auch eigentlich ganz gut gönnen. Nun kommen wir zu den Gleitern von dem. Hier gibt es einmal den Zyklon. Cyclone. Ist ein, ja, ziemlich nice der Gleiter, auch mit dem Auspuff hier hinten. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus und dazu gibt es natürlich auch die weibliche Form, also vom weiblichen Skin. Auch genau das gleiche eigentlich, nur halt mit anderen Farben, aber boah, sehen auf jeden Fall ganz cool aus und sind Gleiter, die man nicht wirklich aus dem Spiel kennt. Nun kommen wir zur rechten Seite und zwar haben wir hier wieder mal die Battle Pass Stufen drin. Die kann ich absolut gar nicht empfehlen bis zum Ende der Season, falls man dann nicht hochkommt, also nicht auf den Ragnarok kommt, dann kann man die sich auf jeden Fall kaufen. Nun kommen wir zu Arctic Assassinen. Das ist ein Skin, den ich mir selbst gekauft habe. Ist ein ziemlich nice Skin. Ich habe den mir nicht heute gekauft, sondern schon seit Season 2 müsste ich den haben. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Und ja, ist halt selten. Da kostet 1200 V-Bucks. Ja. Nun kommen wir zu Bad Sickle. Ist ja eine Hacke. Sowas wie die Sense. Mit so einem Dolch hier zwischendrin, mit Dolch mit einem Baseballschläger kombiniert. Sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Und für 800 V-Bucks auf jeden Fall machbar. Nun kommen wir zum Break-In. Also einem Tanz, den ich mir auch gekauft habe. Und let's go. Ist ein Tanz, den man sich auf jeden Fall gönnen kann. Bei mir war es so, den habe ich damals aus Versehen gekauft, muss ich euch sagen, aus Versehen. Weil ich wollte den eigentlich gar nicht holen, ich wollte mir einfach nur angucken und habe da drauf geklickt, dann hatte ich ihn einfach. Und später konnte ich ihn nicht mehr verkaufen, weil das Verkaufssystem zu spät gekommen ist. Nun kommen wir zum Manica, das Video auf. Ja. Und zwar ist es ein Skin, der auch meiner Meinung nach nicht so geil ist. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht holen und ich hole mir auf jeden Fall auch nicht. Und ja, hat einen schwarzen Pulli mit Lederstreifen. Sieht echt gesagt wirklich nicht nice aus. Also kann ich nicht empfehlen. Nun kommen wir zur letzten Sache dieses Shops. Und zwar haben wir hier langsames Klatschen. Ziemlich nice. Und was auch daran cool ist an dem Mount, ihr könnt einen Rhythmus machen. Ziemlich witzig und den Emote kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. So, das war's von dieser Daily Shop Serie heute vom 17.8. Ja, die neuen Skins könnt ihr euch einfach jetzt kaufen. Also, ja, bis dann und Servus. Ciao.